Bis denn, sagt er. Und jetzt ist er wieder da. So, weg hier. Ja, übrigens wieder Spekulatius hier. Why bring that up? I had to be sure that I hadn't forgotten him. How'd that go for you? Good. I remembered. Well, I had trust to find the king. Well, I remember that too. The king helped save everything by staying on the other side of the door to darkness, I think. You got it, Goofy. And me? I'm looking for Riku. He was with the king when the door closed. Hmm. I guess there's no way we'll forget the most important memories. That's good, 'cause I don't want to forget. Hm. Hm. Ich freue mich schon, wenn wir Mickey irgendwann begegnen und er einfach so ein richtiger Emo-Lord ist oder so. Sich jetzt schminkt, so schwarz, ne? Gematschte Haare. Weil so lange in der Dunkelheit, das geht ja gar nicht anders. Ja! Dann reden wir mal wieder. Gehirn? Ich wette, Rico und der König sind noch zusammen, Gehirn? Eklig. Wir müssen den König rasch finden. Das zumindest werde ich nie vergessen. Ja. Achso, ich wollte gerade sagen hier, Spekulatius. Meine Mutter oder meine Eltern haben mir heute ein Care-Paket geschickt mit Sachen drin. Unter anderem Spekulatius. Ja. You seem pretty intrigued by this Sora kid. Are you telling me you're not Larxene? Haven't decided yet. I think what intrigues me more is what you see in him. There was a time he became a heartless. And if one becomes a heartless, they lose their minds and their feelings. They're consumed by the darkness. Right, but not Sora. He held on to his feelings even as a heartless. And there's only one other man who's been able to do just that. It's the strength of his heart. That's what interests you. Why the Keyblade shows Sora's heart. To unlock the mysteries of the heart. Isn't that the organization's mission? I wonder if there's anything we've forgotten. If we did, what would it have been? I can't think of anything, so maybe that means that I really am losing my memories. But whatever they were, they couldn't have been very important memories, right? Right. Or else I don't think you would have forgotten it. Look. What is that? A good luck charm Kairi gave me. It's special to her, so I promised that I would return it. I'll never forget making that promise. It's why I could never forget Kairi. Wow. Der hat aber Wimpern, der Junge. Am I right, Kairi? Kam schon mal. Falsche Kairi. Do I know? That girl? Hey, Sora! Where did you go? Sorry, never mind. We better keep going. Ich mag die Story-Parts in dem Spiel. Das Gameplay dann eher nicht so. Aber bin ich schon. So, speichern. Ich meine eigentlich nicht unnötig, aber wenn man kann, warum nicht, ne? 8 Stunden spielen wir schon.
Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Boah, nochmal vorlesen. Er meint Ansem, also quasi der andere, der es bisher geschafft hat. Trotz herzlosen Status an seinem Herz festzuhalten. Sorry, ist das, wofür man hier lebt. Ja, so, jetzt darf ich mir wieder aussuchen, wo wir jetzt weitermachen, wa? 5 Stück noch. Ne, 3. Nur noch 3 Stück. Aber du hast gesagt, es sind 2 Stories, ne? Ich denke mal, haben wir dann die Hälfte, wenn wir die 3 Gebiete durch haben, so in etwa? Weiß nicht. Wir haben Halloween Town, Wunderland oder Monstro. Halloween Town, da freue ich mich ja halt drauf. Ich würde sagen, das halten wir uns dementsprechend für den Schluss auf. Monstro war ein bisschen belastend. Wunderland. Ja, ich meine, hier sind eh alle gleich, ne? Aber bisher nur in Agrabah und Dingenskirchen, ne? Ach komm, wir nehmen Monstro. Dann haben wir die nämlich hinter uns. Bestimmt ist es das, wo jetzt auch ein Bosskampf ist und dann uff. Wir haben 13 Welten, die in beiden Stories durchlaufen werden. Ah. Beiden geht es aber schneller. Okay. Was für ein komischer Ort. Hier ist alles so elastisch und weich. Gehör? Und auch so warm. Ich würde am liebsten ein Dickerchen machen. Gehör? Eigentlich müsstet ihr euch... Oder wer sagt das jetzt? Ach nee, irgendwer anders sagt das. Eigentlich müsstet ihr euch Sorgen machen. Wer ist das? War nicht der... Ach nee, Pinocchio. Ihr seid hier im Magen von Monstro, dem Wal. Ich hab keine Ahnung, wie Pinocchio so spricht in dem Film, ne? Die Stimme kenne ich doch. Pinocchio? Pinocchio, bist du es? Komm raus. Ich bin Jiminy Cricket und ich muss jetzt erstmal los und den Leuten auf dem Siegerprotest coole Geschichten erzählen, dass sie ein neues Teil für die Feuerwerksmaschine gesammelt haben. Grüße gehen raus an Walt Disney World Quest Magic Racing Tour. So, bist du das, Jiminy? Puh, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier treffen. Du entkommst mir nicht, Junge. Ich bin dein Gewissen. Dein Gewissen sollte dich immer zu leiden, stimmt's? Klar, Jiminy. Und ich war ganz brav, während du weg warst. Ich hab nicht mal gelogen. Belastend. Oh je. Ach du grüne Neune. Ups, aber wie kommt ihr denn in Monstros Magen? Über einen recht ungewöhnlichen Weg. So ungewöhnlich, dass wir gar nicht mehr wissen wie. Gehör? Wie schade. Ich hatte gehofft, ihr könntet mir und Vater hier raushelfen. Was denn? Gebetto ist auch hier? Sicher, kommt mit. Tolles Gewissen, das jahrelang im Schloss Disney chillte und ohne Pinocchio, ja. Dort auch Rennen gefahren ist zwischendurch in der Walt Disney World, ne? Was ist los mit dem, ey? Stimmt. Monstro. Ja. Jetzt dürfen wir wieder Bauch 4 suchen. Ich freue mich. Das Bild oben ist auch so ein bisschen eklig irgendwie, ne? Oh! Ups. Okay, Mann. Fickt euch alle in den Popo. Ich hab trainiert. Ich kann jetzt alles. Guck mal, Goofy, der geile Fick-Wichser ist da. Ah, dieses Dreieck in der Luft drücken kommt erst bei einem bestimmten Wert, glaube ich. Ups, ich wollte nicht hier. Ach ja, Cloud, was macht er denn so? Hat mir gefallen, doch. Gib ein Like. Vielleicht auch ein Abo. Vielleicht aktiviere ich auch die Glocke. Okay. Wie viele es mittlerweile sind, diese Karten. Los, oder mach irgendwas. Sei nützlich. Warum sind hier schon Nightmare Before Christmas Gegner? Der Monster hat eh wie alle aufgefressen, wahrscheinlich einfach, ne? Nochmal, oh. Good job, Cloud. Wie war das nochmal? Ich habe gelernt, die Erfahrungspunkte einzusammeln. Ich mache das wieder gerade nicht. Kann das sein? Walt Disney World spielt tatsächlich zwischen dem Untergang der Pinocchio-Welt und Kingdom Hearts 1. Das ist Kanon. Dieses Spiel übrigens auch eine Welt, die du noch nicht kennst. Oh, endlich mal. Das ist halt auch so ein bisschen enttäuschend, finde ich. Oder was ist enttäuschend? Aber ich meine, es macht natürlich Sinn in so einem Erinnerungsgerät. Aber was man hier bisher nur in
einfach. Okay. Also bisher natürlich nur die Welten nochmal besuchen. Sie haben mich schon gefreut. So, yeah, neue Disney-Welten. Vielleicht kommt jetzt Oliver und Co. Mein Lieblings-Disney-Film aus meiner Kindheit. Aber glaube nicht. Erfahrungspunkt, komm zu mir. Brauche dich. Der einzigste Stern für mich. Im Leben. So, weg. Disneys große Pause. Ja. Disneys große Pause Map wäre doch schön. Was ist das? Keine Ahnung. Gut, aber wie bereits erwähnt, werde ich jetzt alle Kämpfe mitnehmen auf jeden Fall. Weil man ja trainieren muss und so, ne? Oh, hallo. Ist alles belastend. Ach komm. Ach komm. Ach komm! Oh ne, nein! Scheiße. Hab ich's schon gemacht. Egal. Tschüss, Cloud. Tut mir leid. Immerhin hast du noch einen guten Job geleistet. Ja, keine Karten mehr. Faszinierend. Ja, macht Spaß, ne? Hallo? Benutze deinen Angriff. Alleine muss ich alle mitnehmen, weil sonst bin ich später wieder unterlevelt. Das ist Käse. Muss ich in dem Spiel eigentlich auch wieder auf Level 100 leveln? Weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe die Frage schon mal gestellt. Aber ich erinnere mich nicht mehr an die Antwort. Denn ja, ich will nicht. Wobei es hier das Level eigentlich bisher zumindest recht schnell ging, tatsächlich. Also die neuen Level, wie gesagt, habe ich in... ja, 2 Stunden knapp geschafft. Vielleicht... Oh. Wieso habe ich jetzt nur... Wo sind die anderen Heilkarten? Da, das ist ja eigentlich egal. Ich bin irgendwie voll davon ausgegangen, dass das so abhängig ist von dem Wert, der da drauf steht. Aber irgendwie ja nicht. Genau wie die Angriffe ja auch nicht. Aber irgendwie denke ich das immer noch, weil mein Brain irgendwie nicht anders kann. Ups. Wollte ich auch nicht. Wieder einmal zu oft X gerückt. Im Trainieren war ich echt kompetenter. Weiß nicht, was hier los ist. Naja. Goofy, komm zu mir. Achso, doch nicht. Ach, der wäre verschwunden. Zack. Piu. Ich mag den Goofy Smackdown-Move hier. Smackdown. Na, so heißt es bestimmt. Ja. Muss nicht auf 99 leveln. Es gibt hier ja keine Secret-Bosse. Ah. Level 99 Trophy ist so unnötig. Na, dann werde ich sie auch nicht holen. Gibt es hier keine Secret-Bosse tatsächlich? Hätte ich jetzt sogar eigentlich gedacht, weil du ja gesagt hast, in jedem Spiel gibt es was, was irgendwie den nächsten Teil anteasert. Aber vielleicht kommt das ja nicht in einem Secret-Boss. Oder, ach, keine Ahnung. Oder vielleicht auch hier nicht, ich weiß es nicht. Sam wird am Ende auch sehr anstrengend, weil es halt so monoton ist. Ja, dann werde ich das nicht tun. Ich glaube auch wirklich so Platin-Trophäen im Spiel, ne? Nee, danke. Habe ich nicht so Bock drauf. Nur in allen anderen. Also Change Memories ist wirklich ein bisschen komisch. Ich hab's verstanden. Kackspiel. Hätte ich mal geskippt. Eh völlig unnötig für die Story. Man spielt doch eh das Kingdom Hearts 1 eigentlich nur nochmal. Nein, Spaß. Wobei ich mich schon frage, wie viele Leute tatsächlich hier Chain of Memories gespielt haben, bevor sie 2 gespielt haben. Versteht man 2 theoretisch auch ohne? Wahrscheinlich nicht alles, aber... Also alles sowieso nicht. Alles verstehst du auch nicht, wenn du alles spielst. Dafür musst du auch jedes Interview und jede Fantheorie irgendwie verinnerlicht haben. Ansonsten. Ey, der haut rein, ne? Kann man nicht anders sagen.
Alter. Hier werden halt viele wichtige Charaktere vorgestellt. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also Axel kenne ich ja auch. Und vorher. Hier kam er das erste Mal vor, ausgerechnet. Ist auch lustig. So, mach ihn platt. Mach sie alle platt. Gute Idee. So, ich hoffe, ich habe mal ein Level ab. Nein, 781 noch. Off. Okay, es ist in jedem Raum machen. Ich freue mich. Nein, nicht in jedem Raum, ne? Aber schon so. Schon häufiger mal auf jeden Fall. Um mal meinen komischen Satz hier auch zu Ende zu bringen. Ansonsten begründet das Spiel halt, warum Donald, Goofy und Sauron Teil 2 wieder neu leveln müssen. Ach Gott, geht das Spiel wieder los. Ja, die ganzen Organisationsleute und vor allem in der Science Story gibt es noch Leute. Mach mal dann diesen Raum, weißer Pilz oder Premium. Okay. Döp, döp. Oh, Leben. Ja. Ich guck mal kurz die Karte an mir. Sind eigentlich in jedem Stockwerk gleich viele Räume? Oder werden es immer ein bisschen mehr? Ist das so alles zufallsgeneriert? Ich glaube schon. Na gut. Pufflingsraum. Weißer Raum hast du gesagt, ne? Okay. Habe ich eh nur einen von. Gucken wir mal, oder durch. Fun Fact to Recom. Hier taucht eine Figur auf, die dann erst wieder in Kingdom Hearts 3 einen Auftritt hat. Oh Gott. Diese Spielereihe, ne? Saat. Okay. Aber was machen wir jetzt mit denen? Ich meine, die kann ich besiegen wahrscheinlich. Oder, ne, in Kampf treten. Aber ist ja wahrscheinlich dann wieder... Ja. Ich wollte nicht dadurch. Ach so. Musst du mit Magie befriedigen. Kann ich so aber nicht. Und die verschwinden immer kurz bevor ich sie... Jetzt nicht. Aber mit welcher Magie, wenn ich mal fragen darf? Mit Eis? Eis ist nämlich die einzige Magie, die ich habe. Wo ist Eis? Abwehr. Gravitas. Krass, Scheiße! Den gleichen Muster wie in Kingdom Hearts 1. Da hast du es ja auch schon gemacht. Nee, irgendwie nicht. Ich habe das ja immer ausgelassen. Okay, es geht ganz schön weit nach oben. Was ist das? Tut mir leid, der Raum bringt dir nichts. Belastend. Oh. Oh. Okay. Dann mach einen Schatzraum draus. Die können ihn noch platt machen, aber auch nur, wenn sie keinen Suizid begehen, was sie irgendwie manchmal tun. Hab ich auch noch nicht so ganz verstanden. Hier, komm. Nein. Kein Suizid. Ja, wie ist eingetötet? Okay. Kann man einfach kaputt machen. Ach, ob ich jetzt wirklich nochmal einen anderen Raum daraus machen möchte, vielleicht dann beim Rückweg, aber... Ich meine, ich besiege jetzt schon jeden Gegner, wenn man dann mal einen Raum skippt, ne? Weil nicht 100% skippt ist. Problem ist, ich habe natürlich jetzt auch alle Karten verspielt. Oh, was heißt verspielt, aber... Naja. Wobei ich jetzt natürlich den Schatzraum auch schon... Premium-Raum bringt der was, ja stimmt. Wo ist denn hier der... Wo war denn das jetzt, wenn ich mal fragen darf? Achso, da. Okay, weißt du was?
in den Raum. Fuck you. Warte mal. Ja, ist doch doof. Doch alles doof hier. Hier geht das nämlich. So. So, was bringt denn jetzt hier Premium-Raum? Wie funktioniert denn das? Einfach normale Kämpfe? Oder ist einfach... Ach nee, das war am Ende kommt so ein Ding, stand da, ne? Bei irgend so einem Ding hatte ich auch beim Trainieren einmal reingemacht. Ach du Scheiße. Cloud! Hilf mir. Selbst Cloud ist keine Hilfe mehr. Belastend. Ufi ist aber eine Hilfe. Kau. Hey. Gegner werden auch stärker, ne? Komisch. Gegner werden stärker. Wie abwegig. Warte mal, bitte heil mich dabei mal. Das wäre super nett. Danke. Ist ein guter. Auch wenn ich Goofy lieber mag. Ach, die Zeit eigentlich. Aber wir haben schon wieder 20 Minuten, ne? Da hinten ist noch ein Goofy. Ich hätte ihn gerne. Aber ich krieg ihn nicht. Doch, ich krieg ihn. Hey. Alter, hab ich noch viele Karten. Ja, der her. Etwa ich Level 1 Million bin. Schwupp, 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 schwupp. So, du bist weg. Ich habe gerade, glaube ich, noch eine Premium-Karte bekommen. Warte, mit so einem P drauf. Man weiß es nicht so genau. Wie viel noch? 400. Okay, ach so. Irgendeiner wird davon jetzt premiumisiert. Ist es egal, welche ich nehme? Welt soll die noch schaffen? Versuch mal Cloud zu kriegen, warum nicht? Oh, Mist. Okay, was ist das jetzt? Riesaninger ist jetzt eine Premium-Karte. Weiß ich nicht, was das bringt, to be honest. Was ist vorhin, glaube ich, geschrieben? Ich habe schon vergessen. Irgendwas mit den KP anders oder so. Premium-Karte heißt. Ja, eine Antwort. Ich bin so aufgeregt. Wenn ich dieses Wort wieder nicht mal. KP-Kosten einer Einser-Karte. Ach ja, genau, das hat es ja gesagt. So war das. Das heißt, sie ist jetzt. Ich habe jetzt auch mal wieder ein paar Slots frei. Hab ich das richtig verstanden? Also, ne? Also wieder Platz, also weniger KP insgesamt verbraucht. Ja, natürlich. Ah, okay. Das heißt auf jeden Fall immer schön die hochwertigen Karten am besten premiumisieren. Habe ich ja theoretisch gerade nichts falsch gemacht, zumindest mit dem Versuch. Ich habe es leider verkackt. Aber da kann ich ja dann auch nichts für. Kann ich schon was für, aber. Egal. Normale Goofy Spin, der ist eigentlich auch geil, ne? Kann auch einiges. Ja, Cloud. Good job. Muss ich echt noch? Nee. Ich weigere mich jetzt noch jemanden zu holen. Ja, danke. Okay. Ich darf wieder premiumisieren. Ja, ist natürlich gut, dass ich die Zeit so in dem schnellen Vorbeifliegen überhaupt mal so gar nicht sehen kann. Ja, yeah, gut. Im steigenden Zeit kostet eine Karte mehr KP. 0 braucht am meisten KP. Naja, das weiß ich ja auch. Allerdings sind Premium-Karten auch nicht nachstockbar und man braucht einen Supertrank oder sogar höheres, um die zurückzubringen. Oh. Toll. Na egal, passt schon irgendwie. Ich premiumisiere mal trotzdem weiter, ne? Keine Einwände bestehen. Erfahrungspunkte. Ups. Los, Cloud. Was, was? Schon geil. Doch. Mag den Jungen. Bin aber wieder Level Up. Das ist so schön.
mag diesen Goofy Kick. Das ist super. Er bringt so viel. Ja. Keine Karten mehr. Keine guten. Immer kannst du ja noch Karten reinballern. Gut, das stimmt natürlich auch, ne? Muss ich eben Seiten nicht vergessen. Aua. Danke. In oder Karte, yeah. So langsam komme ich rein in das Kampfsystem. Ich bin immer noch kein Fan davon, aber ich überlebe das. Ich werde das Spiel schon durchspielen. Ich glaube daran, tatsächlich. Ja. Aber eben konnte ich nicht premiumisieren, ne? Also das ist auch nicht immer. Mark Cloud. Stufenanstieg! Im Supermarkt gibt's Steuer- und Parkportaufsätze. Pfannenwender, Pfannenwender. Ja, ja, ich habe schön SpongeBob geguckt, während ich levelt hab. Die erste Staffel gibt's ja auf Netflix. Und die sechste. What the fuck? Oh Mann, die sechste ist aber scheiße. Das ist halt schon einer der neueren. Auf Prime gibt's auch die ersten drei. Also die ersten drei sind ja die guten. Die halt früher im Fernsehen liefen, die danach sind halt scheiße. Aber ich konnte mich Amazon Prime nicht anmelden, weil es ja Account meiner Mutter ist. Und mein PC ist gecleant, also. Ich habe neulich mal meinen Browser mal wieder komplett gelöscht, also Cache gelöscht, Cookies und so weiter, und dadurch konnte ich mich nicht ummelden, ich musste eine Bestätigungs-E-Mail senden und da hatte ich keinen Bock drauf, weil meine Mutter gerade im Urlaub ist. Warum erzähle ich das? Ich weiß es nicht. Dass ich momentan kein Prime über den PC gucken kann. Achso, ich habe gar nicht, ich habe drei, Entschuldigung. Ich habe gar nicht gewollt, hä, warum heilst du dich nicht? Du wirst wahrscheinlich mehrmals leveln müssen, weil das Spiel so ausgelegt ist. Ja, aber dann wird es immerhin weniger später, ne? Naja, nur gut, 4 ist jetzt nicht. Naja, geht schon irgendwie. Oh. Ja, ich würde sagen, ich nehme jetzt mal Dings. Da haben wir nämlich schön 200. Das sieht doch ganz schön aus. Gut, die Zeit, ne? 27 Minuten. Man kann eigentlich mal beenden, finde ich. Mach ich auch jetzt hier. Und ja, dann geht's nächstes Mal hoffentlich mit der Story weiter, aber erstmal mit einem Kampf. Ich freue mich.